liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Ach Quatsch, GTA 5, Mafia 3 natürlich. Entschuldigung. Wir machen heute weiter mit dem wahrscheinlich letzten Teil. Zerstöre die Drogenboote. Befalle das Bootshaus. Das ist unsere nächste Aufgabe. Vielleicht können wir dann schon anfangen, in den nächsten Teil zu gehen. Und die Drogen sind schon. $900 fehlen uns nämlich schließlich noch. Naja, gucken wir mal. Heute vielleicht wieder eine etwas längere Folge, weil die letzte Folge war ja relativ kurz. Das weiß ich auch, eine letzte Folge. Wenn etwas über 10 Minuten waren, sind sehr kurz. Liegt aber, wie gesagt, daran, dass ich eigentlich jetzt in der nächsten Zeit, weil ich jetzt am Donnerstag weg bin, beziehungsweise eigentlich lang weg bin, dass ich halt jetzt, oder seit Donnerstag weg bin, aber nicht, dann sich, so viele Folgen vorbereiten muss, weil 4 Tage mir quasi fehlen zum Aufnehmen, aber das ist jetzt wieder traurig. Ich denke, ich krieg das hin, deswegen auch die Folgen momentan so kurz. So. So, da drin ist auf jeden Fall wieder ein Erste-Hilfe-Kasten. Nehmen wir auch mit. Ups. Ist der oben irgendwo, sagt er mir. Warte mal. Der. Ist glaube ich in dem Laden hier, oder was? Der muss hier oben. Okay, da hinten sind wieder Feinde. Die habe ich schon gesehen. So. Und der Laden ist offen. Nimm mal was gegen die Cops im Ward für mich, bitte. Verstehe. So. Du brauchst also keinen. So, du brauchst natürlich keine Hilfe. Da ist hier wieder ein Kurier. Hier liegt das Ding. Ich kenne mich. Ich war, glaube ich, schon mal hier. Vor einigen Folgen. So. Versuche, den Kerl nicht zu erwürgen. Einer meiner Schulfreunde ist abgerutscht und lebt jetzt hier drauf. So, das Zielfahrzeug lassen wir gerade mal außen vor. Wir arbeiten uns nämlich jetzt hier durch. Mal, dass sie jetzt hier ohne Probleme mit ohne Waffe sogar hinkriegen. Guck, guck. Scheiße. Wie spät ist es? Zeit für dich noch eine Runde zu spielen, damit ich mein Geld zurückgewinnen kann. Seht ihn! Macht uns fertig! Was ist
Lutscher. Ich mach dich fix und alle. Hab ich nicht. So. Naja, nicht ganz ohne Munition, aber wir haben es irgendwie hingekriegt. So. So, die Schadenszimmer haben wir schon erreicht. Das heißt, wunderbar. Wir brauchen nämlich den Ding sie mehr. Ich arbeite nur, mach das nur hier gerade kurz und fertig. Doch, dann können wir mit großer Wahrscheinlichkeit Ach, guck mal, das ist direkt da hinten. Ach, gut, dann kommen wir ja. Meins. Anzeige. Ich weiß nicht, woran der jetzt gerade, was der jetzt gerade da. Naja, bin ja auch sei. Wir kriegen es hin. So. Ihr kennt das Spielchen. Nenu? Keiner? Kein Alligator? Schade. Oder war vielleicht zu nah, wir waren am Land. Moment, dann kommen wir nochmal hin. Wäre doch gelacht, wenn wir da keinen Alligator hätten. Okay, die gehen nur unter. So, dann haben wir das zumindest mal erledigt. Und das ohne Hilfe. Zack, Tor auf. So, dann quatschen wir mit McCormick, der doch irgendwas gerne von uns haben möchte. Ja, ich möchte gerne den Boss killen. Man hört zurzeit viel von toten Dealern. Und wer es nicht ist, wird endlich gesprächig. Sie sagten Doc Gaston seinem Sistern unter dem Big Mouse Jazz Club. Okay. Warten Sie nicht, dass ich ihn mit einer Festnahme davonkommen lasse. Wenn ich ihn festnehmen wollte, hätte ich Sie hier gar nicht mitspielen lassen. Justitia ist vielleicht blind, aber blöd sollte sie nicht auch noch sein. Gehen Sie. Und tun Sie, was immer Sie vorhaben. So läuft's, Detective. Sie haben also das Hippie-Arschloch Gaston geködert. Kümmern Sie sich jetzt um ihn? Ja. Das ist der Plan zumindest in der ganzen Sache. So, wo hängt der denn rum? 6 Kilometer von hier, okay. Dann sind wir da jetzt auch gleich. Ja, mehr oder weniger durch. Der letzte ist halt, wie gesagt, jetzt noch Don Gaston. Dann haben wir die auch fertig. Dann haben wir Drogen weg. Dann haben wir die 6. Mission weg. Wunderbar. Passt doch soweit alles klar. Und wunderbar.
Dann können wir. Ich weiß nicht, wie das aussieht da mit dem Viertel, aber das Viertel mittlerweile dann komplett haben schon. Aber das werden wir dann hoffentlich bald sehen. Nur ein paar begegnen. Manchmal wünschte ich mir, es gäbe hier nicht so viele davon. Wie geht's dir denn so? Wie geht's? Okay, da kommen wir gar nicht so rein. Wieso will der, dass wir denn hier parken? Es geht darum, dass die Menschen sich zusammentun. Es wird passieren. Hier liegt ein ganz bestimmter Geruch in der Luft, ich sag nicht, dass er unangenehm wäre. Du redest von Gesetzen? Wie wär's mit Gottes... So, dann räumen wir mal auf, liebe Leute. Hier im Ward warten ein paar Patienten auf Besuch. Hey, nicht muss nicht weiterreden. Bin schon unterwegs. Vielleicht. Da ist der Profi! Was ist los? Einheiten. Hier kam eine Meldung rein. Bitte überprüfen. Doch mal mit den Cops im French Ward. Verstehe. Kugelsicher, du Napfsülze. Fantastisch. So, aufgehoben. So, dann machen wir mal los. Legen wir mal los hier. Ach, wir müssen runter. Neuen Ventilatoren für uns in die Büros einbauen lassen. Der rührt sich wahrscheinlich erst, wenn einer mit einem Hitzschlag umkippt. Verzeihung. Gute Nacht, Kollege. Gott verdammt! Wir müssen dieses Arschloch finden! So, der ist tot. Beschütze mich! Rennt! Rennt! Ich wollte gerade sagen, unsere Jungs sind doch bestimmt immer noch hier. Oh, Scheiße. Ich kann nicht glauben, dass du uns hier reingebracht hast. Tut mir leid, aber für dich mache ich doch alles, Baby. Wir haben uns nicht gesehen. Wir waren so gut wie Schwestern. Es gibt kein besseres Verhältnis. Mach den Penner zu Fisch! Das ist richtig. Ich gehe in Deckung. Bitte mal weg. Oh Gott. Mary und ich sind zum Hochzeitstag im Royal abgestiegen. Wir konnten uns aber nur eine einzige Übernachtung leisten. Wähle deinen Liebling und wirf ihn. Komm da raus, du feige Sau! Oh, eigentlich war das keine Absicht. Ich muss jetzt mal die ganzen Leute hier rauskriegen. Wir sind halt überall Feinde. Komm, haut doch mal ab, ey. Siehst du nicht, dass ich versuche, den Kopf einzuziehen? Hier kam eine Meldung rein über einen bewaffneten Farbigen, männlich, im French Ward. Bitte überprüfen. Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, oh nein! Da ist er! Er muss nachladen! Steck hier fest, Leute! Scheiße. Einmal alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. Sag dir Arschloch, gute Nacht. Das Arschloch versucht mich kalt zu machen. Schnapp ihn dir von der anderen Seite. Keine Munition mehr. Ich muss nach der Kleine will spielen. Scheiße. Alle Einheiten. Verdächtiger außer Sichtweite. Ich wiederhole. Sichtkontakt verloren. So. Das kann doch nicht sein. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. So, und Kollege, jetzt mache ich dich aber erstmal klein zu Kleinholz.
du denn jetzt um? Ja, natürlich. Gesichert. So, jetzt hoffe ich, dass die Kopfs weg sind. Natürlich kriegt Burke auch das Ding. Wir sind im French War. Schick mir ein paar deiner Männer. Abgemacht. Du rufst genau den Richtigen, um beide Läden zu sichern. Wird dir nicht leid tun. Oh, Alter. Ja gut. Klar, ich habe mal kurz ein paar Leute erschossen, ne? Ist die Alte jetzt endlich weg? Oh, Gott sei Dank ist Ruhe. Gut. Nächster Story-Auftrag. Erledige den Richter. Gott sei Dank. Wie geht's Ihnen, Sir? Die Leute haben sicher ihren Spaß hier unten. Stimmt's? Hoffentlich. Habt ihr die Leiche... toll, ihr habt die Leiche nicht weggeräumt. Eigentlich wollte ich hochgehen. Ich gucke gerade, wo der Weg nach oben ist. So, warte mal. Trifft Donovan für Neues über den Richter. Das ist die nächste Aufgabe. Die wir dann, aber wenn ich mal ehrlich bin, in der nächsten Folge an. Komm, das machen wir in der nächsten Folge alles. Wir sehen das dann auf jeden Fall wieder. Bis dahin und tschüss. Bei Let's Play Mafia 3.